So, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil vom Kolosserbrief. Bevor wir anfangen, beten wir gemeinsam. Heiliger Geist, wir lieben dich. Wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben dein Reden. Danke für dieses Wort. Danke, dass du uns jetzt hilfst, dieses Wort auf rechte Weise zu empfangen, dass unsere geistigen Ohren offen sind, dich zu hören. Und danke für deine Hilfe, jetzt auch beim Lehren. Wir lieben dich. Wir lieben dein lebendiges Reden zu uns, in Jesu Namen. Amen. So, ich lese im Kolosser, Kapitel 4, Abvers 2. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Wir sollen beharrlich sein im Gebet. Paulus, am Schluss schießt er jetzt da noch so ein paar Sachen raus und er sagt, hey, und Leute, seid beharrlich im Gebet. Was bedeutet das? Einfach, dass wir dranbleiben im Gebet, dass wir aushalten im Gebet, dass wir ja Dinge immer wieder vor Gott bringen und so auf eine gute Art und Weise auch im Gebet Dinge einfordern. Jesus erzählt diese Geschichte von dieser Witwe, die zu diesem Richter kommt und immer wieder kommt und fordert und bittet. Und er sagt, er gibt ihr einfach, weil sie ständig anklopft und ständig was haben will. Aber er sagt auch, unser Vater ist einfach gut, er gibt uns, weil wir dranbleiben, aber auch, weil er so gut ist. Wenn wir dranbleiben im Gebet, beharrlich sind, dann drückt das auch einfach unsere Kühnheit aus, Gott gegenüber, und auch unser Wissen, dass unsere Hilfe kommt von ihm. Dass wir wissen, wir brauchen ihn. Wir brauchen sein Eingreifen in unserem Leben. Wir brauchen sein Handeln, wir brauchen sein Reden, wir brauchen die Dinge, die von ihm kommen, die brauchen wir einfach. Je niedriger das Level von unserem Gebetsleben ist, desto mehr zeigt es irgendwie, dass wir nicht in dieser Offenbarung leben, wie sehr wir ihn brauchen. Und wenn wir unser Gebet hochschrauben oder mehr dranbleiben, beharrlich sind, dann merken wir erstens mehr sein Handeln, sein Eingreifen und auch wir bekommen irgendwie eine bessere Sicht auf das, was das bedeutet, wirklich, dass wir mit ihm gemeinsam leben und was er wirklich für einen Platz haben möchte in unserem Leben. Dann sagt er, und wacht in ihm mit Danksagung, wachen im Gebet. Was bedeutet das? Es bedeutet, glaube ich, einfach wir sind wachsam im Gebet, wir sind aufmerksam, wir hören auch zu, was Gott zu uns sagt. Gebet ist nicht eine Einbahnstraße. Es ist so wie in einer gesunden Beziehung unter Menschen. Eine gesunde Beziehung lebt von gesunder Kommunikation. Und gesunde Kommunikation bedeutet, dass nicht immer nur einer redet, sondern dass es wirklich abwechselnd ist, ein Reden und Zuhören, reagieren aufeinander und nicht einfach, ich rede mein Ding dahin, dann redet der andere irgendwas, was mit dem gar nichts zu tun hat, sondern jemand sagt was, der andere reagiert darauf und hört auch, was derjenige sagt. Genauso ist es mit Gebet. Wir bringen unsere Anliegen und wir hören, was Gott dazu zu sagen hat. Wir hören auch seine Anliegen im Gebet. Wir sagen, hey Gott, was liegt dir am Herzen? Was möchtest du, dass ich tue? Was ist gerade dran in meinem Leben? Was meinst du? Was kann ich tun für dein Reich? Was möchtest du mir sagen? Wir sind wachsam im Gebet und wir tun das auch mit Danksagung. Danksagung im Gebet ist eine super Sache. Ich möchte empfehlen, dass du, wenn du betest, immer auch Dankbarkeit ausdrückst. Dankbarkeit muss ausgedrückt werden. Es reicht nicht, wenn es nur in unserem Herzen ist, sondern wir drücken sie aus Gott gegenüber und das schärft auch unsere geistigen Ohren. Wenn wir Dankbarkeit ausdrücken, ist es wie, als ob wir unsere Ohren ein bisschen durchputzen und wir hören sein Reden dann auch besser. So, wir sind beharrlich im Gebet, wir drücken unsere Dankbarkeit aus und wir hören auch zu. Wir sind wachsam und präsent, wenn wir mit unserem Vater reden. Vers 3, betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Ich mag solche Verse so gern, wo Paulus auch irgendwie persönliche Dinge von sich schreibt. Er redet über Gebet und dann sagt er, und auch, hier, wenn ihr betet, betet auch für uns. Betet, dass wir dieses Geheimnis Christi, da haben wir wieder dieses Geheimnis, das Paulus anvertraut worden ist, aber das er weitergibt. Er sagt, hey, mir ist was anvertraut, aber ich weiß, ich muss es weiterzählen und betet dafür, dass ich das tun kann, dass Türen offen sind
Und gedenkt an dieses, an mich und dass ich in Fesseln bin, wenn ihr betet dafür. Das drückt für mich so eine Demut auch und genau das, was ich vorher gesagt habe. Wenn wir beten, zeigt das auch, hey, wir brauchen Gott, auch um unseren Auftrag zu erfüllen. Paulus war so ein starker Mann Gottes. Wenn ich an ihn denke, dann sehe ich es richtig wie so ein Rennpferd vor mir, der so fokussiert und mit so viel Kraft und Ausdauer läuft. Aber er weiß sehr wohl, er braucht Gebet, um das zu tun. Er braucht Gottes Hilfe, er braucht offene Türen, er braucht Kühnheit, er braucht Ausdruckskraft, er braucht die Salbung. Und Gebet bringt das zu ihm. Gebet ist wie so ein Kanal, wie Dinge zu uns fließen, die Gott für uns haben möchte. Und er sagt das zu den Leuten, er sagt, ihr betet für uns, das zu tun. Ich finde das echt stark, weil er lehrt diese Leute, aber er drückt seine Demut auch aus, hey, ich brauche eure Hilfe auch. Ich brauche euer Gebet, um meinen Auftrag zu erfüllen. Denkt an mich auch in euren Gebeten. Sei nie zu stolz, dass du um Gebet bittest. Gebet ist eine mächtige Sache und wir brauchen alle Gebet. Auf dass ich es offenbar mache, wie ich es soll. Es gibt eine göttliche Art und Weise, wie wir unseren Auftrag erfüllen. Es ist so ein, wir haben einen Auftrag, vielleicht weißt du auch, was deine Berufung ist. Und aber das, was es ist, ist genauso, ist wichtig, aber das Wie ist auch genauso wichtig. So zu wissen, was dein Auftrag ist, ist super, aber du musst auch wissen, wie. Und Gebet hilft uns auch dabei. Hey, wie bringe ich das raus, das, was in mir ist, das Gott mir gegeben hat? Wie sage ich das? Wie kommuniziere ich das? Wie bringe ich das unter die Leute, dass es ein Segen ist? Gebet hilft uns dabei. Vers 5. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Weisheit ist eine super schöne Sache, die uns versprochen ist. Die Bibel sagt sogar, dass Christus ist uns zur Weisheit gemacht worden. Und wir sind in ihm und er in uns. Das bedeutet, wir sind in Weisheit gekleidet. Wir sind in Weisheit und Weisheit ist in uns. Und wir zapfen diese Weisheit an. Wir sollen uns weise, was sind diese Leute da draußen, die er sagt? Wer sind das? Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Warum sollen wir uns weise ihnen gegenüber verhalten? Weil Gott uns liebt und weil er alle Menschen liebt. Weil er möchte, dass alle Menschen Jesus kennenlernen. Das möchte er, weil er sie liebt. Nicht, weil er ein Rechthaber ist, sondern weil er sie liebt. Und wir brauchen Weisheit, wie wir das tun. Gott hat nicht so eine Keksausstechermethode. So ein Sprüchel, das für alle passt. Das ist so schön, auch wenn man die Evangelien liest, wie Jesus Menschen begegnet ist. Auf so unterschiedlichen Wegen, so unterschiedliche Worte, so unterschiedliche Handlungen. Das ist Weisheit. Ja? Wir brauchen Weisheit von Gott. Und wie bekommen wir Weisheit? Im Jakobusbrief steht, wenn jemand Weisheit mangelt, dann soll er Gott darum bitten und er gibt gerne. So, wir brauchen Weisheit, um mit Menschen umzugehen. Warum? Weil wir wollen Menschen gewinnen. In den Sprüchen steht, der Weise gewinnt Menschen für sich. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Und dazu brauchen wir Weisheit. Sie steht uns zur Verfügung. Wir brauchen nur diese Erkenntnis. Oh hey, ich brauche göttliche Weisheit. Und wir nehmen sie im Glauben in Anspruch. Und wir kaufen die Zeit aus. Bedeutet was? Wir vertreiben nicht unsere Zeit. Wir schlagen die Zeit nicht tot. Wir kaufen sie aus. Das bedeutet, wir ringen jeden Tropfen von allem, was Gott für uns hat, aus von dieser Zeit, die wir haben, die so begrenzt ist. Und wir wollen dieses Leben in Fülle haben und wir wollen jeden Tag diese vorbereiteten Werke, die er für uns hat, wirklich erkennen und in ihnen wandeln. Ja? Nicht unter Stress, aber schon sehr effektiv und mit Gewicht. Und mit Präsenz und mit Absicht, ja. Okay. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. In manchen Übersetzungen, also in der älteren Luther steht, eure Rede sei allezeit freundlich. Hier steht wohlklingend. Wir dürfen freundlich sein, wir können oder wir sollen, ja, so kommunizieren mit Leuten, dass es ein Wohlklang ist für ihre Ohren. Die Freundlichkeit Gottes ist den Menschen erschienen in Jesus, sagt die Bibel. Und wir sollen auch
freundlich sein. Freundlichkeit ist eine super Sache. Unsere Rede soll mit Salz gewürzt sein. Ja, etwas, das mit Salz gewürzt ist, macht etwas besser und genießbarer. Versalzen ist nicht gut. Ja? Ein Kilo Salz in eine Suppe gießen macht die Suppe nicht besser. So, was brauchen wir dafür? Wieder Weisheit. Vers 7. Wie es um mich steht, wird euch alles Tychikus berichten. Ich glaube, er heißt so. Der liebe Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht und damit er eure Herzen tröste. Mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Wie es hier um uns steht, werden sie euch alles berichten. Es grüßen euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisung empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf, und Jesus mit dem Beinamen Justus. Von denen aus der Beschneidung sind sie allein meine Mitarbeiter im Reich Gottes und sie sind mir ein Trost geworden. So erzählt hier am Schluss Leute auf und er nennt Leute auch beim Namen und er nennt sie treue Diener, Mitknechte, Leute, die fähig sind, Herzen zu trösten, die für ihn auch sind und für Leute, die ihnen was berichten, die verschiedene Aufträge haben und so weiter. Was ich schön finde an diesen Schlussworten immer von Paulus seinen Briefen, dass er erwähnt Leute namentlich, die uns jetzt gar nicht so bekannt sind, ja, wo wir nicht sagen, ah ja, genau der und über den weiß ich Bescheid. Aber Paulus kennt sie und er erwähnt sie und er lobt diese Leute und er sagt, hey, das sind treue Leute, die sind für euch, die werden euch ermutigen und stärken, die schicke ich zu euch mit guten Worten oder die haben mir von euch berichtet, von eurem Glauben, von eurer Liebe. Und er erwähnt diese Leute namentlich. Und weißt du, manchmal fühlt man sich vielleicht auch so wie, das, was ich tue, sieht das überhaupt jemand? Aber Gott sieht alles, er kennt deinen Namen und im Himmel ist dein Name auch erwähnt. Die Bibel sagt, dass wir können nicht einmal jemandem ein Glas Wasser geben und dass das unbemerkt ist oder ohne Lohn. Wir tun die Dinge aus Liebe und für Gott, aber Gott belohnt alles, was wir für ihn machen. Er kennt deinen Namen und er weiß genau um das. Und du hast einen Platz im Reich Gottes, den nur du ausfüllen kannst. Und wenn du das nicht tust, dann fehlst du da. Fühl dich nicht irgendwie klein oder minder mit dem, was dir gegeben ist, sondern nimm das und füll das aus, schau mal, wie es weitergeht. Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, auf dass ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Der Epaphras. Ich weiß nicht, wie viele Predigten du schon gehört hast über den Epaphras. Ich noch keine und mehr als das weiß ich auch nicht über ihn, was hier steht. Aber Paulus erwähnt ihn, er sagt, hey, der grüßt euch und was macht der? Der betet die ganze Zeit für euch. Der ringt in seinen Gebeten für euch. Der hat viel Mühe. In Vers 13 steht, ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. So dieser Epaphras, der hat eine Aufgabe bekommen vom Herrn und das war im Gebet zu ringen für die Gemeinden. Der hat für diese Gemeinden gebetet, was? Damit sie erfüllt werden mit allem, was Gottes Wille ist, dass sie, steht hier, feststehen, vollkommen erfüllt werden. Wow! Das war denn seine Berufung. Die hat er ausgeführt und es steht hier, er hat Mühe gehabt. Manche Dinge, die wir tun, die sind auch irgendwie mühsam oder die brauchen einfach ein Aufwand, ja, oder eine Hingabe von Menschen. Und es gibt Leute, die haben auch so eine besondere Berufung einfach zum Gebet. Wenn du das spürst in deinem Leben, dann fühl dich nicht klein oder unwichtiger als jemand anders. Oder dass das, ja, nur weil das nicht so gesehen wird wie etwas anderes, bedeutet das nicht, dass es unwichtiger ist. Ganz im Gegenteil. Wie kommen die Segnungen Gottes zu uns? Ganz viel durch Gebet. Und dass Menschen beten füreinander, hat so viel Kraft und bringt so viel Stärke und Einheit und erfahrbare Liebe auch.
Und dieser Mann wird hier erwähnt, dass er gerungen hat im Gebet für diese Gemeinde. Das ist so stark. Vers 14, es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas. Vers 15, grüßt die Brüder und Schwestern in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea lest. So, der hat Briefe geschrieben, auch an die Gemeinde in Laodicea, und er sagt, hey, das möchte ich auch, dass ihr den Brief lest und tauscht dann Briefe, weil das ist alles gut, was ich schreibe, und es ist alles ein Segen für euch und so weiter. Er grüßt noch ein paar Leute. Und dann, Vers 17, und sagt dem Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Ich glaube, im letzten Teil haben wir geredet auch über Ermahnung und Ermutigung. Und hier haben wir diesen Archippus, dem Paulus etwas ausrichten lässt. Und es ist beides, wenn ich das lese. Es ist eine Ermahnung und Ermutigung. Er sagt ihm, hey du, Archippus, denk an das Amt, das du empfangen hast vom Herrn. Füll's aus. Mit anderen Worten, er sagt auch zu uns, hey, denk an das, was du vom Herrn empfangen hast und füll das aus. Nimm das und tu was damit. Ob es ein Amt ist, eine Gabe, deine Zeit, deine Finanzen, was auch immer, das, was du empfangen hast, nimm das und mach was damit. Es ist eine Ermutigung, weil du hast was empfangen, du hast was. Und auch eine Ermahnung, komm, kauf die Zeit aus, mach was damit. Füll dieses Amt aus. Mir taugt dieser Vers voll. Vers 18, mein Gruß mit meiner des Paulus Hand. So, Paulus hat den Brief mit seiner Hand hier noch unterschrieben. Gedenkt meiner Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Er grüßt noch, er sagt, hey, Paulus, ich grüße euch. Und dann sagt er noch, gedenkt meiner Fesseln. Warum sagt er das? Ich glaube auch noch, das ist meine Interpretation, ich glaube, er sagt das, weil er sie erinnern möchte, auch, hey, diese Botschaft ist es wert, alles zu geben. Alles, was ich euch jetzt hier geschrieben habe, dieses Evangelium, ist es wert, sein ganzes Leben auch niederzulegen. Ich bin in Fesseln wegen dieser Botschaft, denkt's dran. Ich bin gefangen, aber ich bin frei. Aber es ist es wert. Und dann sagt er, die Gnade sei mit euch, sind seine letzten Worte. Gottes Gnade ist diese ersehnte Freundlichkeit uns gegenüber, seine Gunst, seine Liebe in Aktion, seine Fähigkeit, seine Kraft, seine Gnade hat uns errettet, seine Gnade stärkt uns, seine Gnade befähigt uns. In seiner Gnade leben wir, in seiner Gnade empfangen wir. Und er sagt, Gnade sei mit euch. Es ist die Gnade, die wir brauchen. Es ist die Gnade, die wir wollen. Und es ist Gnade auch, die ich hoffe, dass die ihr wirklich empfangen habt in dieser Kolosser-Serie, dass ihr gestärkt worden seid in Gnade. Und ich habe das genossen, diesen ganzen Brief zu lesen. Ich hoffe, ihr habt wirklich auch was empfangen, ich auf jeden Fall. Und ich bete jetzt noch am Schluss. Halleluja, danke Herr. Danke wirklich für dein Wort. Und danke, ich vertraue darauf, dass jeder, der das gehört hat, wirklich Gnade empfangen hat. Und diese ganze Übersicht von diesem Brief, dass der hilft, einfach eine gute Ausgewogenheit von deinem Erlösungswerk auch zu bringen. Wer wir sind, wer du bist, was du getan hast und was wir jetzt mit diesen Wahrheiten auch tun in unserem Leben. Danke, Herr, für gute Frucht durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Thank you.